Freunde, in die zweite Map in die Night Round. Jawohl, jawohl. Was glaubt ihr? Euer Ergebnistipp hier für diese Map. Linke Seite also auf die erste Zahl, die Weisen. Die zweite Zahl, Euronix. Und Mosel, der startet das ganze Match hier nochmal mit einem Sub für 2 Monate in Folge. Vielen Dank. Und die Knife Round. Ratsch, ratsch, ratsch. Kirby hat zwar die schönsten Knives, aber man verliert die Knife Round gegen Euronix erneut. So. Essiggurke zockt, sagt, dass die Weisen 16-12 gewinnt. Das auf jeden Fall eine mutige Sache. Gucken wir mal, ob das Ganze so erfolgen wird. So, 7-16 ist zum Beispiel auch schon mal ein Tipp von Okaptislol. Okaptis, Okaptislol. So, auf geht's. Marki mit einem stylischen Fancy Good Luck Have Fun. Und los geht es hier in diese Partie. 13-16 wird noch geschrieben, 16-0 ESC, 32-34. Sammy, das wäre auf jeden Fall ein Ding. So, los geht's. Crispy mit 2 Flashes, einer Smoke, Kazuya ebenso eine Smoke und ein Diffuse Kit. Also da hat man sich auf jeden Fall vielleicht was Offensives überlegt und schaut euch mal an, wie die stehen. Die stehen mit 3 Mann auf dem B. Die Weisen unterwegs Richtung B-Spot. Man hat da einiges an Flashes und Smokes, jetzt geht's vor. Und das heißt, man hat hier die Granate genutzt, um den Retake vernünftig zu machen. Und jetzt geht es hier auf den Spot. Headshots werden gesetzt. Und Color, der Horst, hat vergessen, Easy Anti-Cheat anzumachen. Alter. Das ist bitter, um es mal so zu umschreiben. Eher zickig, ja. Unloco. Schade. Die Runde hätte man holen können. Man stand perfekt. Verliert dann natürlich einen wichtigen Spieler. Und so schnell geht das mal mit Easy Anti-Cheat. Das kommt davon, wenn man immer so spät auf den Server connectet. Eieiei. So, da ist er. Ja, immer dran denken, dass das Programm sich mit dem Spiel schließt. So, Third Major nochmal rausgehauen. Aber deswegen kommt man auch immer rechtzeitig auf den Server, dann wird sowas auch vorzeitig gezeigt und nicht gerade, wenn man mitten in der Runde ist. So, was geht hier im Chat ab? Keiner unterwegs oder was? Schreibt mal was, meine lieben Freunde. Wer ist denn alles da? So viele Zuschauer. So wenig Aktivität, das kann doch nicht wahr sein. Da muss mehr kommen, Freunde. Hallo. Weiter geht's. Aha. Läuft doch, Freunde. Läuft doch. So, Merka mit dem ersten Break. Also, wichtig auf jeden Fall schon mal, dass die Weisen hier die Pistole holen konnte. Das macht auf jeden Fall schon mal was her auf dem eigenen Mapping. Wenn man hier Punkte möchte gegen das Team von Euronix, dann passt das auch nur, wenn man halt auch dann die komplette Show abliefert. So, wunderschön. Hier auch nochmal eine Flawless Round für die Weisen. Und Euronix müssen da jetzt eine Komplettspar anlegen, um letztendlich dann nächste Runde komplett equipped zu sein. Go ungarische Gulasch. Oh ja. Wer in Köln wohnt oder in der Umgebung, kann ich nur empfehlen, am Neumarkt die Pusterhütte. Also wer geiles ungarisches Gulasch haben möchte, der geht da vorbei. Sehr, sehr, sehr lecker. Und wenn ihr wollt, mit scharfer Soße, da gibt es so eine rote Soße, die kriegst du noch drüber. Da brennt dir alles weg, Alter. So, Maki mit der USB, aber kriegt keinen rausgenommen. Und Merka, der hat schon wieder 99 Damage. Damit hast du natürlich plus 5 Aussehen und alles drum und dran. So, ein Color. Er ist bereit für Knife Kill, aber es wird gecheckt. Sehr schön. Und Pulse G bekommt hier die dritte Runde schon mal auf. Sehr lieb. Ah, ich bin Ungarn, meine Babuschka macht es am besten. Ey, test es mal aus, Alter. Test es mal aus. Ist wirklich der Wahnsinn. Also machen die auch schon wirklich seit, ich glaube, 50 Jahren oder so ein Kram. Das ist echt, sieht aus wie eine Kneipe, ist auch eine. Kriegst auch einen Kölsch dazu.
Und ja, machen nichts anderes. Du kriegst da nichts anderes als Gulasch. Kannst du dir halt auch in Dosen holen, wenn du möchtest. Von denen abgefüllt. Ich wohne nicht mehr in Köln, ich wohne in Berlin. Aber habe in Thielenbruch gelebt. So, weiter geht's. Let's go auf den B-Sport. Granate, die sitzen schon mal. Da hat man sich auf jeden Fall schon mal besser vorbereitet. Und Kazuya sieht den ersten Spieler, wird aber geflasht und Color. Zumindest der kann zwei setzen. Aber dann Dominik mit dem Refrag stark gemacht. Hier 2 gegen 2. Machbar für beide Seiten, aber schwieriger für die Jungs von Euronics. Oh, JDJ. Da hat Dominik leider daneben gedaddelt und Maki kriegt da einen gratis. Oh Mann, an der Position, so gemein. Mensch, Mensch, Mensch. So, und Crispy gönnt sich hier einen 1 zu 0, Freunde. Nicht 1 zu 0, sondern eine Runde für sie, 1 zu 3. Und damit diese Runde safe. So, ich empfehle immer Restaurants, echt? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Was habe ich denn bisher empfohlen sonst? Fällt mir jetzt echt nichts ein. Ach, der Österreicher, ne? Das war gestern, stimmt. Ja, das Ding ist, dass meine Freundin sehr gerne essen geht. Also jetzt ernsthaft, sehr gerne geht sie in Restaurants und dementsprechend, bevor ich sie kennengelernt habe, bin ich, glaube ich, was weiß ich, 2-mal im Jahr in irgendein Restaurant gegangen. Ach, Mangal, genau. Und dementsprechend ist es einfach, mittlerweile kennt man sich dann aus. Ist aber auch nicht, dass ich nicht davon profitieren würde. Ne? Außer der Geldbeutel. Naja, so, wir bleiben jetzt mal bei dem Spiel hier. Doppel-AWP ist bei Euronics und hat die Mitte komplett offen gelassen. Also scheinbar hat man da schon so den richtigen Riecher, wie die Weißen das ganze Spiel wird. So, Crispy pusht jetzt gerade offensiv. Wenn er das Duell gewinnt, ist das sehr, sehr viel wert. Sehr schön, machen das zusammen, kriegen die beiden Spieler und jetzt weiß man ganz genau, 2 sind Action nach vorne gepusht. Jetzt wird auf einmal der Aspot angegangen, aber ob das jetzt das richtige Timing war, weiß ich nicht. Color mit dem ersten Break, Color mit dem zweiten, stark gemacht von ihm hier. Color! Kriegt keinen weiteren, aber Crispy, der setzt zumindest dann nochmal die letzten beiden und das ist die Runde hier. Das Full House auch für Euronics, für Color. Und für Crispy. So. Auf geht's, ab geht's. Dominik will einen erzwingen. Kriegt's aber bisher noch nicht hin. Aber trotzdem schon mal. Gutes Setup, da ist er. Dominik kriegt einen. Aber Maki mit der Antwort und schon sind es nur noch 3 Spieler. Also sie setzen sie sehr gut unter Druck. Auch hier wieder. Schönen Connector eingenommen. Also die City-Waffen herausnehmen ist immer wertvoll. Und Sony zusammen mit seinem Mate. Schön gemacht. Arsport ist geöffnet. Und damit nur noch Color und Kazuya. Ah, das war wichtig, dass Kazuya sich den rausgeknöpft hat. Aber Pulse G. Oh, was ein Timing. Kriegt er ihn oder nicht? Nein. Versteckt sich da nochmal. Und der Bombenspieler ist in der Mitte nochmal unterwegs. Das heißt, man kann hier nochmal Richtung B gehen. Pulse G kriegt einen ganz wichtigen Frag. Und das hast du natürlich niemals auf den Schirm, wenn du Color bist. Dass man hier nochmal auf den B-Spot rotiert. So, Spieler bekannt. Nichtsdestotrotz, zweiter Spieler ist auf einem anderen Spot. Wow, und dann verliert man das Duell. Und die Weise mit der 4. Runde. Und schon ist Euronics hier geldtechnisch ein bisschen angeschlagener. Könnten hier nochmal überlegen zu kaufen. Wäre wahrscheinlich gar keine schlechte Idee. So. Und jetzt geht man auch auf den Force bei. Und die Runde ist elementar. Sie ist wichtig. Für die Weisen vor allen Dingen. Um endlich mal ein bisschen Flow in das Match reinzukriegen. Oh, 17 AP nur noch. Schöner Hit, den man da gesetzt hat. Und schon direkt wieder als Antwort. Dieses aggressive Play. Crispy wird vorgesendet. Crispy, der Sendemast. Aber nein, trifft erstmal noch keinen. Und oben am A Palace könnte es jetzt zum nächsten Duell kommen. Maki geht offensiv. Und Pulse G scheinbar eingeschlafen. Man kriegt hier eine Waffe rausgenommen. Ja, jetzt weiter vorgehen, um die Waffe noch mitzupicken. Jetzt droppt sie noch nach hinten. Dann kann Crispy sich noch eine gönnen. Aber der Aufbau von den Jungs von Devicen gar nicht mehr A-lastig. Also man hat viel Raum eingenommen, den man letztendlich nicht braucht. Es sei denn, es geht jetzt dann wirklich noch mal auf den A-Spot. Wenn sie sich dafür entscheiden, ist das hier
eine Sache. So. Was werden wir erleben? So, Sony kriegt nochmal einen rausgenommen. Kazuya mit der Antwort. Jetzt geht es auf den Spot drauf. 3 zu 3. Uiuiui. Dominik mit einem. Der muss noch drei weitere machen. Nahezu möglich. 9 HP. Bringt die Waffe durch. Das ist mehr wert. Keine Ahnung, warum er jetzt die Value nicht mehr nehmen möchte. Er hat wahrscheinlich Angst, dass er nach der Zeit geholt wird. Oh, das ist interessant. Schön. Aber, ja. Kazuya holt ihn ja noch, bevor er die Bombe blenden kann. Die Überlegung war in Ordnung, aber ich hätte die Waffe durchgebracht. Aber vielleicht wäre da von hinten jemand gekommen. Und dann ist der Punkt, dass du natürlich Angst hast, nach der Zeit zu sterben. In dem Fall stirbt er vor der Zeit, kriegt nochmal ein bisschen Geld drauf, kann sich dementsprechend auch die Waffe nochmal leisten. Und somit haben wir jetzt hier eine weitere Schlüsselrunde für die Jungs. Also bitter, bitter, dass man Aronix Gaming hier nicht im Geld klein halten konnte. So, Color, gönnt sich. Und Wurst ist ein Ganztag. Alter, jetzt... Ey. Manche essen Wurst abends, manche essen Wurst morgens. Manche essen kalt und warm. So, letzter Überlebender ist Sony. Und der wird auch genascht. Flawless Round von Aronix. Und das ist jetzt hier gerade ein Umschwung. Aber was für einer. Man schickt die Weisin in die Eco und kann selber die Runde Flawless holen. Das tut weh. Das ist brutal. So, B-Rush, Dominik mit einer Flash. Also, da auch wieder. Es wird nicht viel gemacht. Ne, B-Rush ist es sogar gar nicht, Verzeihung. Scheinbar wird jetzt hier der Connector geflasht oder die Mitte und dann gast man hier in den Connector rein. Das heißt, wir werden natürlich unseren Fokus auf Maki und auf Color legen. Vor allen Dingen auf Maki. Maki wird jetzt ordentlich Arbeit kriegen. Und Color, da wurde geboostet. Wurde schon mal rausgenommen. Also AWP am Mann hier. Oi. Da ordentlich veraimt, aber Snyder nochmal erfolgreich. Letzte Beleben, da ist dann der gute Sony. Und der, schön, kriegt Snyder nochmal raus. Da wurde ein bisschen sloppy gespielt. Drei Spieler schon mal verloren bei den Jungs von Aronix. Das ist natürlich viel zu laut, viel zu undiszipliniert. Und Kazuya gönnt sich damit die Führung für Aronix und auch seinen sechsten Frag hier in dieser Partie. Ah, die Wurst ist ganz Tag. Ich komme immer noch nicht drauf, klar, ey. Wurst ist ein Ganztag. Das ist aber auch... Ne, das muss ich echt öfters mal bringen. Dass irgendwas ein Ganztag ist. So, keine Ahnung, warum der Autodirector uns jetzt gerade nicht zeigt. Aber Crispy hat zwei Breaks gemacht, wird dann von Kirby geholt. Verzeihung dafür. Wenn man sich darauf verlässt, dann ist man verlassen. Und Color, der kriegt zumindest hier schon mal den A-Push ein bisschen unter Druck, also unter die Fittiche gesetzt. Und Sony und Dominik. Dominik muss natürlich jetzt schauen, dass er irgendwie seine Position nochmal ausspielt. Aber auch da hat man die Awareness. Snyder aimt schon nach hinten ab. Das heißt, der Raum ist klar, denn die Bombe liegt bereit für die Jungs. Maki natürlich auch eine sehr, sehr unangenehme Position. Und deswegen ist es für die Weisen nahezu unmöglich, hier diese Runde noch rumdrehen zu können. Alle Positionen sind abgeaimt. Alle Positionen sind hier gesetzt. Und Dominik, schön, setzt einen, aber dann zu optimistisch einfach dann im Schlitz rumgegangen. Und damit ist es das 6 zu 4 für die Jungs von Aronix. So, Pulsi muss dann mal ein bisschen die Wut rauslassen. Hat jetzt erstmal hier die Wand unter Druck gesetzt. Aber wir wissen ja, die Gebäude auf Mirage immer wieder optimistisch unterwegs. Uah, schönes Ding. Jetzt wird man bei Aronix ein bisschen sloppy auf jeden Fall im Spiel.
Nichtsdestotrotz setzen hier auch die Jungs von Die Weisen anständige Frags aufs, ja, aufs Papier. Aber dann einfach das Aiming zu souverän. Sony verrät sich, ist bekannt. Oh, den nimmt man mal mit. Hier ist noch ein zweiten, dann ist alles vorbei. Aber nein, da ist die Runde. Und das Haus ist immer noch amused. Es sieht so gut aus. Man kann ja zwei Versionen nehmen, ne? Man kann ja einmal hier die South Park-Version nehmen mit diesem Strich. Oder man nimmt halt, ne, die, die ich eigentlich am Anfang gesehen habe. Die mit den Kabeln, ne? Die ist nämlich ein bisschen freundlicher. Außer von oben, da sieht die sehr, sehr... Da sieht die auf jeden Fall sehr suspicious aus. So, B-Rush ist in Mache. Man möchte auf jeden Fall den B-Punkt anspielen. Und Kazuya wird eine große Rolle in dieser Geschichte, ja, beinhalten. So, keine Ahnung. Sorry, ich weiß nicht, was mit dem Autodirector los ist. Der will mich echt heute hart trollen. Jo. Das ist der neue Rekord von mir. Ein Frag haben wir gesehen. Das läuft bei uns, oder? Also da immer Ausrufezeichen Tomate Venom in den Chat. Das geht auf, ja gut, mehr oder weniger nicht auf meine Kappe, aber ich habe mich ja auf den Autodirector verlassen. So ist das. So, nächste Runde. Wie können wir den Aufbau hier nochmal kennzeichnen? In der Mitte wird sehr viel gespielt. Man muss es ganz klar sagen. Sehr Connector-lastig das ganze Spiel von Euron, Die Weisen. Dementsprechend steht man auch relativ passiv, möchte den Connector natürlich von extern decken. Und jetzt geht man hier auf die Mitte drauf. Snyder natürlich wieder hier die Awareness. Connector geht man hoch. Maki ist da. Maki mit einem. Maki mit zwei. Und es ist readable wie, weiß ich nicht, die öffentliche Bibliothek. Maki mit dem nächsten. Tschüss, ciao, Kakao. 9:4. Euronix auf der Überholspur. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ui, Crispy. Jawohl. Da gönnt man sich schon mal den ersten Fracking-Puls. G. Weiß jetzt auch schon mal, dass man höchstwahrscheinlich in einer Eco-Runde sich befindet. Und die Weisen hat hier nur noch zwei Runden Zeit, um ihr Terror, ihre Terrorrunden noch mal ein bisschen aufzubessern. Man ist gut gestartet. Man hat einfach mal nach 6 Runden 4:2 geführt. Darauf hätte man gut aufbauen können. So, und bisher kann man schon mal das zumindest sagen. Kirby heute auf Mirage nicht on fleek. Und Kazuya kriegt schon wieder Arbeit. Also, für was entscheiden wir uns? Entscheiden wir uns für Kazuya? Nein, da zieht man sich zurück. Dann lieber hier für den Action-Bereich. Und Maki aimt ab, zieht den Schatten, Matsch in die Fresse. Darf natürlich nicht rumziehen, weil da könnten ja auch 5 Leute warten. So. Und jetzt geht man hier in die Mitte nochmal. Und Color, der hat eine AWP. Das könnte hier, das wird bitter für ihn. Wenn das Timing stimmt, tut es weh. Boah, hier ist Salamanei dabei. Schönes Ding, Alter. Was ein Flick. Ein Flick. Ein korpalierender Akt. Vulgär ausgesprochen. 10:4. Euronix. Ja, auf absolutem Wahnsinns-Show unterwegs. So, wir gehen mal auf die Frags. Snyder 15. Maki Color 12. 8 bei Kazuya und Crispy. Auf der anderen Seite sehen wir Sony mit 13, der versucht gegenzuhalten. Merkel mit 8, Dominik mit 7, Pulse G mit 5 und Kirby leider Gottes nur mit 2. So, schön erstmal hier den Go ein bisschen unterbrochen. Molotovs kamen raus, jetzt möchte man drauf. Kirby kriegt den ersten Break, ganz wichtig. Man wusste letztendlich, was passiert. Man hätte man auch gut mit Flashes antworten können. Oh, ho, 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 Kirby! Jetzt ist er aufgewacht. Jetzt wurde eskaliert. So, Color mit dem nächsten.
Und dann, ach man, das ist schon wieder... Dankeschön. Snyder, one on two. Bitte. Oh Mann. Doch, also. Man holt hier nochmal eine Runde. 10 zu 5. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ach komm, hör auf. Die wissen doch, was so ein Kran wiegt, oder? Haben die Leute keine Lust mehr? Kranplätze müssen verdichtet sein. Jetzt komme ich hier hoch, jetzt schau dir die Scheiße an. So, let's go, Freunde. Euronix. Diesmal mit 5 Mann auf dem Server. Diesmal hat man EAC angelassen. Let's go, Freunde. Auf den A-Spot. So, Sony mit dem ersten Frag. Dann setzt man hier auf jeden Fall Punkte-Color mit dem nächsten. Und jetzt wird's difficil. Sony, Puls G. Also, die Pistols, die laufen mittlerweile schon mal besser. Bei den Jungs von die Weisen. Man holt sich hier beide. Und eigentlich müsste die Knochenregel hier auch aussagen, dass man diese Map hier gewinnen müsste. Aber es sieht gerade nicht wirklich danach aus. So, Mitte oben sehen wir Kazuya. Und sonst sehr breit gefächert. Da muss man natürlich drauf achten. Die Terrorpistol, beziehungsweise die Eco-Runde, wird natürlich erstmal immer mit Raum eingenommen. Überall gucken, dass man einzelne Picks setzt. Deswegen ist auch die Deagle immer stark. Marki jetzt in dem Fall nur mit der P250 unterwegs. Aber Color, der hat halt wieder mal seine Scout. Wenn sich da einer zu früh zeigt, dann könnte es hier nochmal knallen. Marki mit dem ersten. So, wie geht das auf jeden Fall schon mal? Zweiter Spieler bekannt. Oh, er zieht sich durch den Smoke zurück. Das ist gut gespielt. Sehr diszipliniert. Gefällt mir gut. Man hat hier die Überzahlsituation. Dominik übrigens auch nur noch auf 9 HP. Ob sie das auf dem Schirm haben, ist die große Frage. Aber Snyder jetzt erstmal ein Connector mit dem nächsten Frag. Merker ist jetzt auch bekannt. Man weiß noch, einer am B und einer ist am Palace. Das heißt, man kann jetzt hier wunderbar einen Split aufspielen. Und Crispy, der hat natürlich dann auch nochmal den Schiebeweg auf dem Schirm. Alter, ist das gut gespielt. Euronix. Das haben sie niemals auf den Schirm, dass da Crispy von hinten kommt. So, warten ab. Lassen sich Zeit. Und Crispy, der gönnt sich jetzt hier den ersten Frag. Schön gemacht. Crispy! Ist das knusprig? Ja, schöne Runde, Euronix. Applaus, 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 Freunde. Ist das eine geile Sache. Also, Marki eröffnet die Runde, zieht sich diszipliniert durch die Smoke zurück. Man hat Crispy nochmal in der Mitte abgestellt. Man wusste ganz genau, wo die anderen Spieler sind. Im Connector zieht man einen Spieler raus. Man wusste also dementsprechend, man stellt sich relativ passiv auf. Und dann schiebt man passend bei Crispy auf den Spot, während man letztendlich schon auf den B eingeht. Es ist einfach gut gemacht. Ich würde es euch gerne mit den Zeichnungen zeigen, aber die wurden ja leider herausgepatcht. So, schöner Frag, Color mit der Antwort. Color wieder mal. Und schon ist es trotzdem noch eine 3-on-3-Situation. Es ist machbar für beide Seiten. Oh, Crispy kriegt dann nochmal den nächsten. Und schon Dominik. Oh, die Bombe liegt. Das kann nochmal bitter werden. Und Sony als unterstützendes Glied vorhanden. Ah, und er hat es auf dem Schirm. So schön, die Awareness. Aber am Ende soll es nicht reichen. Jetzt sieht er den Spieler. Ja. Überall knallt es hier. So, das ist nicht entschieden, wer das hier gewinnt. Doch jetzt ist es entschieden. Snyder gönnt sich diese Runde nochmal. Aber trotzdem, eine spannende, schöne Runde. Die Weisen hält hier auf Mirage besser gegen. Hier tut es nicht so weh. Did you jump from window to short?
Ja. Einfach ja. So, da kommt nochmal das Dankeschön. Schöne Prediction Shots hier, krass. Okay, das war mit, was war das? Wer war das in der, im Window? Das war Pulse G. Eiskalt. Ne, es war Kirby, ne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit der USP oder so. Einfach mal da ordentlich in der Mitte reingesippt und Damage gemacht. Das muss ich auch erstmal wagen. So, hat man Pulse G hier noch auf dem Schirm? Ja oder nein? Aber man checkt jetzt sowieso alles. Dementsprechend hat man den Vorteil hier auf jeden Fall nicht mehr gegeben. Marky gönnt sich da nochmal. Und schon hat man hier auch wieder die nächste Flawless Round. Wir gucken nochmal ein bisschen auf die Stats. Snyder mit 22, Color mit 17, 14 bei Marky, Kazuya und Crispy mit 11. Und auf der anderen Seite sehen wir auch 11 Frags bei Merker und Dominik. Sony mit 17 ganz vorne. Pulse G mit 7 und Kirby mit 5. Die beiden noch keine Double Digits. Da funktioniert es gerade noch nicht so gut. So, auf geht es. Die Räume sind offen, die Räume werden gesehen, die Räume werden genommen. Und Crispy, Kirby kann es nochmal aussmoken. So, schöner Winkel. Da hat man natürlich eine Schwierigkeit, aber das ist der große Unterschied. Oronix punktet genau in dem Augenblick mit Granaten. Wollen natürlich hier bitte die Spieler unter Druck setzen. Trotzdem, nächster Frag von Kirby. Dann wird er rausgenommen. Marky und Crispy zusammen mit Snyder nochmal unterwegs. Pulse G schön umlaufen. Genau so muss es sein. Kirby, die Crispy mit dem nächsten starkes Ding hier. Und Marky umläuft nochmal. Was ist denn hier los? So, wirft die Bombe runter, man checkt die Bereiche. Jetzt nochmal schön das Movement von Merker. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Keine einfache Angelegenheit. Dreht sich gut weg. Setzt die Spieler unter Druck, aber das macht Oronix halt auch einfach zu abgebrüht. Schön gesetzt, ja. Und damit ist das 14 zu 6. Also hat Merker nochmal alles versucht, aber nicht mehr hingekriegt. Und das ist einfach, das ist zu wenig. Man muss es ganz klar so sagen, es ist einfach zu wenig. So macht es keinen Sinn. Und damit ist es die nächste Pistol-Round für die Weisen und Oronix unterwegs Richtung B-Spot. Und es sieht danach aus, wir sehen es hier durch die Silhouetten und durch die Linien, die die Granatenwürfe anzeigen. Es wird hier der B-Spot. Und das wird jetzt auf jeden Fall der Fight um Mordor, um Mittelerde. Blatsch ins Gesicht. Ach, und die Runde scheint auch schon wieder vom Tisch zu sein. Color mit dem nächsten. So, was jetzt im Chat abgeht, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Okay. Matt Wurst Chris, Wurst Wasser Walter. Wer war noch da? Letzte noch was? Wettelbulette. Ah ja. Die Fleischheiligen, ey. Bei euch. Fleisch ist ein Ganztag. So könnt ihr euch ja nennen, euer Team. Ja, Oronix hat hier billige 9 Matchpunkte. Und man kann es in einem Satz zusammenfassen. Die Weisen einfach nicht auf der Höhe von Oronix. No offense. Einfach. Ehrliche Meinung von mir. So sieht es einfach aus. Wirkt es. Und für die Leute, die gleich noch Lust haben, nach diesem Match gibt es sofort ein Aftermatch-Interview. Da werden wir höchstwahrscheinlich einen der Jungs von Oronix hören, und zwar den guten Knusprig. Immer wieder ein netter Kollege. So, und falls ihr Fragen habt,
anknusprig. Es sei denn natürlich, die Weißen holt das Match hier nochmal, dann haben wir noch natürlich einen anderen Interviewpartner. Aber sei mir ehrlich, ich gehe nicht mehr davon aus. So. Pulse G, Sony. Letzter Verlegener ist Pulse G. Der hat die AWP, sieht den Spieler. Ah, trifft ihn aber nicht. Traut sich da nicht, möchte auf jeden Fall Safe Racks machen. Jetzt sieht er den Spieler. Schönes Duell. Es ist 1-1. Nein, es ist der 16-6. Und damit das Match für die Jungs von Euronics. Alter Verwalter. Frage, warum ist der Name Crispy besser als Zorro? Okay. Ich weiß nicht, ob ich die stelle. Naja, so meine lieben Freunde, das war hier das Match. Wir gehen auf die Cam, werden natürlich jetzt nochmal schön in den Interview-Channel gehen. Da wartet uns der gute Knusprig. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Knusprig. Hello. Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ich würde ganz ehrlich sagen, viele Worte können wir zu diesem Match nicht sagen. Ihr wart einfach um Welten voraus, muss man ganz klar sagen. Die Weißen einfach momentan noch nicht auf der Höhe, hat noch nicht mal die Spieltiefe, hat noch nicht die taktische Raffinesse, um dann letztendlich gegen ein Team wie euch anzuspielen. Dementsprechend fokussiere ich meine Fragen mehr auf euch. Wie läuft es bei euch momentan? Wie ist die Stimmung mit diesem neuen Line-Up? Stimmung an sich gut, aber Leistung halt noch relativ schwankend. Also wir haben halt versucht, auf allen möglichen, also auf allen 7 Maps halt erstmal eine Grundbasis zu schaffen, damit wir alle grundlegend erstmal spielen können und nicht unbedingt einen Nachteil im BO3-Veto haben. Und jetzt ist der Fokus dann vor allem 4 Maps in bessere Gefilde zu bekommen. Also unser Das 2 ist schon relativ gut, aber auch dann noch 3 weitere Maps wenigstens auf einem guten Status zu haben, sodass man im Best of 1-1 dann halt eigentlich immer eine gute Map spielen kann am Ende. Ah, okay, alles klar. Die Umstellung auf die englische Sprache, ist das für euch ein Problem gewesen oder war das aus dem FF? Definitiv eine Umgewöhnung, aber grundlegend wird weniger Müll gelabert, sich auf das Wichtigste fokussiert, von daher sehe ich es eigentlich ganz gut an, die Umstellung, aber ja, ich denke vor allem für Olli als Ansage ist es vielleicht die größte Umstellung gewesen. Genau, Olli als Ansage sprichst du gerade an, du hast es ja auch eine Zeit lang übernommen, meine ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder? Ja, also damals bei AirTags zumindest und auch mal kurz bei ESG hatten wir es glaube ich auch, wo wir dann so ein bisschen mit dem alten Lineup unsere Krise hatten, da haben wir dann auch alles Mögliche probiert. Bereitet Olli auch immer noch die Games vor, also auch die Taktiken und so weiter, oder bist du da auch eine helfende Hand oder bist du fürs Getränke kaltstellen bereit? Getränke stelle ich natürlich immer gerne kalt, das weißt du ja, aber nee, generell, ich überlege mir auch ziemlich viele Sachen, die gehe ich dann manchmal mit Olli durch, generell dann die letztendliche Taktikentwicklung macht meistens er, aber wir sprechen da ziemlich viel im Team oder vor allem ich dann auch öfters mal mit ihm, woran wir vielleicht arbeiten müssen, wie wir was angehen müssen. Aber generell macht er da den Großteil. Was Vorbereitung angeht, macht Montre, unser Analyst, halt da hin und wieder dann, also was heißt hin und wieder, je nach Gegner halt dann Analysen. Jetzt für 99 Damage, für das Match heute haben wir aber jetzt zum Beispiel nichts vorbereitet gehabt. Okay, und so Tilt Control bei euch im Team funktioniert ganz gut. Ihr habt ja letzte Woche gegen Panthers auf jeden Fall auf den Deckel bekommen. Das heißt auf den Deckel, das war ja sehr spannend da in der zweiten Map. Wie läuft das so in dem neuen Lineup? Ist man da noch relativ gediegen oder kommt da auch manchmal schon ein bisschen brisante Stimmung auf? Es ist relativ entspannt. Klar hat sich das jeder anders erhofft, anders erwartet. Vor allem nach den Anfangsspielen, wo wir, sage ich mal, keine Taktiken hatten, haben wir halt relativ solide gut sogar direkt von Anfang an gespielt, wenn man sich das anschaut. Aber an sich halt weiß jeder, was möglich ist und es gilt halt einfach weiter dran zu bleiben. Wir haben gegen Panthers, ich weiß gar nicht mehr, welches die erste Map war, aber Cash haben wir auf jeden Fall noch ein starkes Comeback hingelegt, hätten wir am Ende dann auch gewinnen können, wobei sie natürlich in der normalen Zeit hätten gewinnen sollen. Aber generell ist halt unsere Leistung momentan noch relativ shaky, sodass da einfach mehr Konstanz noch reinkommen muss. Wir uns da einfach noch weiterentwickeln müssen und dann denke ich, sollte es laufen. Das denke ich auch. Hoffe ich auch, dass es bei euch auf jeden Fall auch konstant bleibt. Das wäre schön. Klar, der Umbruch, der war ja jetzt auch durch interne Differenzen am Start, aber gut. So ist das leider in der deutschen Szene. Ne? Deswegen habt ihr euch wahrscheinlich auch die internationalen geholt. Nee, die letzte Runde gehören dir, mein Lieber. Was ist auf jeden Fall noch eine Frage natürlich. Euer Ziel ist wahrscheinlich, 9-10 Damage Liga zu gewinnen, gehe ich mal von aus, ne? Euer Anspruch. Ja, also der Gesamtsieg ist immer der Anspruch. Also wir spielen, glaube ich, nicht für weniger. Okay. Ja, dann gehören die letzten Worte dir, mein Lieber. Immer wieder ein Fest, mit dir auf jeden Fall ein Interview zu führen. Ja, danke an alle Zuschauer, Supporter, ESG, dass sie uns so ordentlich unterstützen und ja, hoffentlich auf eine erfolgreiche Season.
Das hast du im Social Media Training gelernt. Im FF gelernt, du weißt. Alles klar, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Glückwunsch erstmal und dann noch Grüße an den Rest. Ne? Hau rein, lieber Knusprig. Mach's gut. So, das war wieder mal Crispy, einer der nettesten Menschen auf jeden Fall da draußen unterwegs, immer engagiert, immer gute Ideen und natürlich auch ein sehr guter Spieler. Macht immer wieder Spaß, mit ihm auf jeden Fall zu sprechen. Meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Das ist das Wichtigste. Vielen Dank auf jeden Fall auch an alle Moderatoren da draußen, an alle Zuschauer und vor allen Dingen auch an die ganzen Administratoren, zum Beispiel den guten Major Rabbit. Vielen Dank an unsere Partner Twitch und Bet at Home. Wir sehen uns wieder morgen Abend. Gibt's auch eine Map, ein Match morgen. Ich weiß gerade gar nicht aus dem FF, welches es ist. Es sind immer so viele Spieler am Tag, aber ich gucke doch mal gerne für euch nach, weil ihr so nett seid. Wir werden morgen übertragen. Blue Jays gegen Berserk und einen Tag später gibt es dann auch nochmal zwei Matches, und zwar Ice on You gegen Panthers und Expert gegen die Ducks. Das werden die Matches sein, die wir diese Woche sehen werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, liebe Freunde, dann schaut gerne auf twitter.com/VenomTV vorbei. Da freue ich mich natürlich immer recht herzlich. Für euch kostenlos, für mich auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn ihr dann Like hinterlassen, Follow. Meine lieben Freunde, Reichweite ist heute im Internet das Wichtigste. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Bis dann, euer Venom Reti. Bis dann.